Das müsste ja schon wieder ein Dungeon tiefer sein, logischerweise. Ja. Also einen Dungeon haben wir noch mit dieser Tapete. Ach guck, da geht's sogar hoch. Ach guck mal an, da können wir einfach ganz normal hochgehen. Und da können wir auch lang. Also erstmal will ich in diesen einen, in diese Abzweigung hier reingucken, was denn hier ist. Noch so ein Schild. 10. Das kann weg. Ja. Ist klar. Komm, jetzt haben wir beide so ein cooles Schild. Hahaha. So. Hier noch mehr? Nö. Also hier könnte man überall noch wieder runterfallen, ne? Und. Ja. Okay, dann nehmen wir die Treppe, ne? Nehmen wir die Treppe. Gibt's eine Kill-Lift? So. Okay, ich höre schon wieder. Wir sind irgendwo hier da angekommen, wo wir vorher auch schon waren. Geheimwand. Wo bist du denn? Ah ja, dann ist hier das Schalterrätsel, ne? Genau. Ich frage mich, ja, will ich... Ich will das Schalterrätsel erstmal lösen, glaube ich. Vielleicht öffnet sich dadurch auch die Tür, um da hinten überhaupt durchzukommen. Ja, in welcher Reihenfolge müssen wir jetzt diese... Fünf Schalter bitte. Oh Gott, das ist aber grausam. Das kann aber ein langes Hin- und Her-Geschalter... Halt... Kann ein langes Hin- und Her-Geschalter werden. Also zwei klang sogar eben schon richtig. Ich mach die mal alle wieder hoch. Der ist so richtig. Der ist so richtig. Der ist so richtig. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Klicken besagt, dass das richtig ist. Also das Ding jetzt schneller als erwartet. Ach, ein Assassinendagger. Ja, aber ich habe niemanden ausgebildet in Daggers. Ja, okay, dann lasse ich dich da liegen. Genau wie diesen, den brauchen wir auch nicht. Tut mir leid, aber... Ja, okay, das, ich habe das Rätsel gelöst, das ist schön. Aber es hatte nichts mit dem dahin zu tun. Das ist jetzt nicht so schön. Wie machen wir das jetzt hier? Da ist es irgendwie... Nein. Irgendwo gibt's hier... Schalter? Gar nicht. Ich hab was gefunden. Tür ist offen. Ah, Tür ist offen, ja? Tschüss. Auf jeden Fall habe ich es rausgefunden. Aber ist cool. Es ist also langsam, ich meine, wir sind ja auch schon langsam ein bisschen weiter in dem Spiel. Komme ich ja auch wirklich gut zurecht mit diesem Kämpfen und so. Also einigermaßen zumindest. Ja, kaum sag ich's, werde ich abgeschossen. Ist diese scheiß Axt runtergefallen, ne? Das wollte ich eigentlich vermeiden. Wahrscheinlich ist das Ding runtergekommen. Ich habe drei Äxte wieder, okay? So. So, durch sind wir. Okay, sehr schön. Hat geklappt. Wunderbest. Es läuft, es läuft, es läuft. Ach Gott, jetzt ist hier schon wieder was mit Klappen und Gedönse. Nee, hier, ach Moment, hier waren wir doch schon.
Ach, das ist diese Wand gewesen, wo diese ganzen Türen waren. Aber nichtsdestotrotz weiß ich jetzt noch nicht, wo wir lang müssen, oder? Moment, hier waren auch noch mehr Türen, oder nicht? Ah, oh, ich bin verwirrt. Was ist denn das für eine Tür überhaupt? Das hört sich jedenfalls nicht gesund an dahinter. Und es ist auch nicht gesund! Angst. Oh, meine Pfeile gehen aus. Nein, nee, das geht nicht. Ach Gott. Ah, der nächste. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ah, Hilfe. Da waren so viele in dem einen Raum eben. Nein. Nicht so weit nach vorne. So. Komm bitte. Nein. 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 Ich kann doch nichts tun. Soll ich da hin? Okay. Okay. Bloß wieder weit nach hinten. Ah, da ist noch einer, okay. Oh! Ich wusste nicht, wann diese dumme Lücke kommt. Ja, es trifft auf jeden Fall und es zieht auch einigermaßen ab. Also es ist nicht so, dass diese Äxte schlecht sind. Okay, alles einsammeln. Noch einer? Ah, okay, erstmal nicht. Das sind schon wieder drei so Köpfe. Wo ich mich dann wieder frage. Was soll das? Okay, abspeichern. Vielleicht mal eben eine Runde rasten. Ach, ich muss mal eben mein Handgelenk ausschütteln. Weil das ungewohnt für mich ist, Tastatur zu... ich hab mich verschluckt. Weil das ungewohnt ist für mich, Tastatur zu spielen, wollte ich sagen. Achso, wir sind auch gesund, ja. Alles klar. Dann, Karte. Da war noch was, ne? Da oben auch. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, ich muss das genauer erkunden hier. Ich bin total flapsig geworden, was das Erkunden angeht. Das tut mir wirklich leid. Also, was ist denn hier? Das ist doch... Okay. Sieht eigentlich gut aus hier drin. So ein Gitter hat man lange nicht mehr. Oh Mann! Blödes Vieh. Schreckt mich doch nicht so. Ich wusste, dass so ein Viech nochmal wieder kommen muss, aber wann wusste ich nicht mehr. Die tun ja eigentlich auch nicht wirklich viel. Außer rumbrüllen und ab und zu mal mit dem Tentakel ein bisschen auszuholen. So, bam. Okay, erledigt. Oh. Was ist das denn? Eine Art Morgenstern? Gilt das als was? Ach, Mace. Ach, scheiße, hab ich. Was machst du denn hier? Scheiße. So. Mann. Mann. Bam. Diesmal nicht. So. Also kann ich das Zeug jetzt gebrauchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Attack Power 25, ja. Schade. Und als Schwertträger kann ich das auch nicht... Ne.
Das ist eine coole Waffe, auf jeden Fall, aber ich kann sie nicht verwenden. Also man müsste mal sich etwas anderes ausbilden. Und das nochmal irgendwie dann versuchen zu zocken. Man kann ja viele, viele verschiedene Sachen hier versuchen. Oh. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war, ne? Ich hab's gehört, aber... Wo? Wo ist die große Frage? Ich hab was klappern gehört, ja. Scheiße. Muss ich den nochmal drücken? Ich möchte ihn einfach nochmal drücken, damit ich weiß, wo es war. Da. Okay, zweimal habe ich jetzt drauf gedrückt. Ach, die schließt sich nach einer Zeit wieder. Und dann... Hoffentlich bleibt die Double jetzt... die ganze Zeit offen. So. Okay. Nein, sie schließt sich trotzdem immer wieder. Da könnten wir jetzt runter. Das ist also ein Geheimbereich. Oh. Vielleicht ist das dieser Kampfbereich, den ich meinte. Ich wusste, es gibt irgendwann nochmal so einen Dungeon, wo man runter kann. Und dann ist da ein riesiger Bereich, wo man echt gegen tausende von so Scheißviechern kämpfen muss. Vielleicht ist das hier. Ich gehe mal runter gucken. Was ist hier? Nein, ist er nicht. Ich habe was freigeschaltet. Schön. Was war das noch für ein Bereich hier? Welchen Level bin ich denn? Wir waren in Level 8, ja. Das war nicht ganz einfach. Ja, aber ich denke jetzt... Auf. The Vault of the Dismantler. Okay. Da ist ein Energiekristall, den nehme ich auch gerne. Ja. Ich warte auch noch ein bisschen. Zettel von Torum. Also, das weiß ich nicht, ob der von Torum. Ich vermute es mal. Nee. Das ist wieder so eine. Ah, da ist aufgezeichnet, wo eine Geheimwand. Ja, das ist doch das, was ich gerade gefunden habe, oder nicht? Oder? Weiß ich nicht, ob es die ist. Aber jedenfalls ist das die Zeichnung zu einer Geheimwand. Das. Auffällig ruhig auf jeden Fall hier. Das macht mich stutzig. Ja. Ah, hier ist schon wieder das Eisengedöns, ne? Noch ein Diva! Wir können schon einen Abstecher in Level 9 machen, Freunde. Okay. Gucken kann man mal. Ich glaube, dann sehen wir bereits auch eine neue Mauerart. Nein, sehen wir nicht. Ach, ich bin bitte Snark. Na, was tust du? Ruhig, Alex, ganz ruhig. Einfach geradeaus, danke. Temple Entrance. Okay. Das ist ein Vorhang. Da können sich auch manchmal Schalter hinter verstecken. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ich schon Ewigkeiten keinen Lichtzauber mehr gemacht habe? Ich glaube, diese Kugel, die wir bei uns haben, die macht jetzt für alle Ewigkeiten Licht. Was ich ziemlich cool finde. Habt ihr das gesehen da hinten? Da stand eben einer. Scheiße, da stand eben einer. Bin mir ziemlich sicher. Und ich glaube, das ist die Gegnerart, die ich bereits angekündigt habe. Da soll eine Fackel rein, okay. Komm her.
was das bringt, keine Ahnung. Ich habe mir das, glaube ich, nicht eingebildet. Hier stand einer. Ich habe hier einen Schatten gesehen. Das war nicht alleine. Ja, ach nee, das ist noch ein normaler. Okay. Ich dachte, ich hätte was anderes gesehen. Und mit dem bin ich zufrieden. Also der. Das war ein Standardgegner, ne?